Mit der Wahl des neuen Trainers Domenico Tedesco hat Schalke 04 ganz schön für Erstaunen gesorgt. Domenico Wehr war der übliche Reflex bei den Fans. Experten sind spätestens seit letztem Jahr auf den Deutsch-Italiener aufmerksam geworden. Absolut Bester mit 1,0 bei der Fußballlehrerausbildung, weit vor Julian Nagelsmann. Ich freue mich für Domenico, der hat in den 10 Monaten Top-Leistung da abgerufen beim Lehrgang und er war bis zuletzt mit Herz und Seele dabei und hat es deshalb auch absolut verdient. Tedesco mit 31 Jahren, jüngster Schalke-Trainer aller Zeiten. Aufstrebend, ehrgeizig, kommunikativ. Bei Schalke Boss Tönjes kam er mit seiner Art und seinen Visionen hervorragend an. Das ist ein junger, sehr taktikorientierter Trainer. Der hat sich uns vorgestellt, auch mir nochmal vorgestellt. Ich finde ihn gut und deswegen teile ich die Entscheidung mal mit. Sportvorstand Christian Heidel hatte Tedesco länger gescoutet. In Aue formte er in kurzer Zeit eine feste Gemeinschaft. Tedesco schaffte es, die Spieler mitzunehmen, sie anzusprechen. Markus Weinziel wirkte da auf Schalke oft ungeschickt. Du musst heute immer dafür sorgen als Trainer, dass du die Truppen hinter dich versammeln kannst. Das ist in einem mittelständigen Unternehmen. Wenn du denkst, ja, ich bin der Zampano oder als Trainer, mich hat der Fußballgott angerufen, mich hat der liebe Gott angerufen und er sagt, ich mache alles richtig, also geht's weiter so. Nee, du musst die Truppen hinter dich bringen. Die müssen für dich mit durchs Feuer gehen. Das ist Ohrenkunst. Auch da kannst du schon mal einen Arsch treten und sagen, so und so und so nicht. Aber entscheidend ist, die müssen wissen, auf den können wir uns verlassen, der ist fair, der ist aber auch ein Partner von uns, Ken Willi, wichtig. Aue war für Tedesco nicht mehr als ein Profi-Schnupperkurs. Schalke ist für ihn Chance und Risiko zugleich. Das gilt aber genauso für Christian Heidel.